Salzgitter sehen. Und ich mache heute mal ein Video zu Notfallangel für ein Bug-Out-Bag. Und zwar geht das daher darum, dass der Pfefferfuchs Austria letzte Woche ein Video gemacht hat und ist auf die Kommentare eingegangen zu seinem zweiten Teil vom Fluchtrucksack. Und da fragte einer oder hat einer gesagt, er sollte sich vielleicht Angelsachen mit einpacken, damit er angeln gehen kann. Da habe ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, das ist für jemanden, der nicht angeln geht, gar nicht so einfach. Diese Fertigpackungen, die es überall zu kaufen gibt, die in den Survival Packs drin sind oder in den Fluchtrucksäcken, die sind echt für den Arsch. Da sind Fliegen drin, da ist Zeug drin, wo normaler Angler schon fast nicht mit angelt. Und da soll dann einer mit angeln, der noch nie in seinem Leben geangelt hat. Das kann nicht funktionieren. Deswegen werde ich jetzt euch versuchen, hier ein paar Fertigangeln zu zeigen. Die habe ich mir besorgt. Die zeige ich euch. Dann mache ich noch ein zweites Video fertig. Oder vielleicht schneide ich es auch noch mit in dieses Video rein, je nachdem wie lang das wird. Wie man andere Angeln, auch ein Nicht-Angler, sich eine Notfallangel selber zusammenbasteln kann und was er sich dafür kaufen muss. Also, das sind hier die Fertigangeln. Da ist Pose, da ist Schnur. Da ist Haken, Bleie, das ist fix und fertig. Man muss sie nur an eine Rute knoten und dann kann man die benutzen. Ich werde jetzt mal einen davon auspacken. Ich weiß auch genau, welchen ich nehme. So kann es gehen. Auch mir fällt was runter. So, die habe ich jetzt ausgewählt. Leider darf ich euch das hier nicht zeigen mit dem Stock, wie man das da macht, weil ich darf hier leider nichts absägen. Hier wären zwar die idealen Dinger, aber ich würde dann höllischen Ärger kriegen. Und das muss ich mir nicht antun. Ich habe deswegen eine Kopfrute eingepackt. Die könnt ihr euch zwar auch kaufen. So, ich habe mir jetzt so eine Kopfrute besorgt. Die ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 3 Meter, ich habe sie schon ein paar Mal benutzt. Das ist eine Kopfrute. Die Kopfrute ist dazu da, die hat keine Ringe. Ich gehe mal ein bisschen weiter, dann kann man das vielleicht besser sehen. So, die ist sehr leicht. Ich habe sie jetzt nicht gewogen, also das ist keine Kohlefaserrute, das ist jetzt eine Fiberglasrute. Die war sehr günstig, da habe ich jetzt gerade mal, was habe ich denn bezahlt jetzt? Ich glaube 10 Euro oder sowas. Also das ist jetzt diese Kopfrute. Ihr könnt natürlich auch genauso, wenn ihr dann irgendwo seid, einen Stock nehmen. Aber er sollte so 2 bis 3 Meter mindestens haben. Also 2,5 bis 3 Meter wäre besser. Länger ist besser, kürzer ist schlechter. Kommt natürlich auch an, wenn ihr irgendwo dichtes Gestrüpp habt. Solltet ihr das da vielleicht auch nicht machen, weil ihr habt nur das eine und es muss dann ja auch funktionieren. So, jetzt muss ich mal. So, und wenn ihr dann hier die Rute habt, da ist hier vorne, kann man das jetzt sehen, ja, so ein Ring. Und an diesen Ring müsst ihr dann die Schnur anknoten von dieser Fertigangel. Die habe ich jetzt hier, aber ganz wichtig dabei ist, ich weiß nicht, wie viele Meter drauf sind. Ich glaube, es sind 10 Meter Schnur drauf. Aber ihr braucht nicht so viel. Ihr müsst immer ungefähr die Länge der Rute haben. Als Na, komm her. So. Und ihr müsst das dann dementsprechend natürlich kürzen. Ich wickel die jetzt kurz ab hier. Das mal ohne die Rute, das geht besser. Das zeige ich euch dann gleich auch, wie man die kürzt. Ich benutze dafür zwar meine Zähne, aber eigentlich sollte man ein Messer verwenden. Oder was auch gut geht, ist ein Nagelclipser zum Beispiel. Ist auch wunderbar geeignet. Übrigens, diese Schnur, die hier drauf ist, ist eine sehr dünne. Die ist nicht geeignet, um jetzt einen großen Karpfen zu fangen. Die ist eher gedacht für Kleinfische. Also jetzt nicht für irgendwelche Monsterfische,
die sollt ihr auch gar nicht fangen, wenn ihr am Wasser seid. Dann müsst ihr euch selber was zusammenstellen. Da kann ich aber extra noch mal ein Video zu machen. Dann baue ich mal eine Posenmontage oder eine Grundmontage zusammen. Das ist jetzt hier eine Posenmontage. So. Ich lasse das jetzt mal so. Jetzt habt ihr, ne, nicht verdrehen, jetzt habt ihr hier die Pose. Jetzt gehe ich mal ein wenig weiter zurück. So. Jetzt guckt ihr mal. Jetzt nehme ich die Schnur und fädel die durch die Spitze ein. Ich hoffe, ich bin laut genug und ihr könnt mich verstehen. Nicht mit meinen schlechten Augen wieder. Ich muss echt eine neue Brille haben. Noch nicht durch. Mist. So, jetzt. Jetzt habe ich so durchgefädelt. Jetzt muss ich mal gucken, hier mit der vielen Schnur, da kann man auch mal schnell in. So, jetzt ziehe ich die Schnur erstmal durch. Na, komm her. So, jetzt nehme ich die Pose auf den Haken. Die Schnur ist durchgefädelt, es kann jetzt nicht mehr so viel passieren, außer ihr seid zu nervös. So, jetzt ziehe ich, jetzt gehe ich weiter zum Haken. Ist er? Da. So, und er nimmt dann nicht ganz die Länge, ich sag mal. So 10 cm vor Rutenende hört ihr auf. Da muss die Schnur bleiben. So, jetzt ist natürlich wieder das passiert, was nicht passieren sollte. So, jetzt haltet ihr die Schnur fest. Jetzt habt ihr die Länge. Dann nehmt ihr noch ein bisschen mehr wieder, weil ihr müsst ja noch einen Knoten reinmachen. Das heißt, diese Seite ist jetzt die lose Seite hier. Ihr könnt das jetzt auf der Kamera leider nicht erkennen. Und ganz wichtig, keine Schnur wegschmeißen. Ich habe sie jetzt schon aufgehangen. Dann gehe ich dabei, mache hier einen Wirbelknoten. Ich sage immer Wirbelknoten dazu. Ihr dreht einfach ein paar Mal rum, so ungefähr 6 bis 7 Mal. Das ist so meine, wie ich es mal gelernt habe in der Angelprüfung. Und geht. So, ich mache jetzt hier auf die Made, auf den Haken, zwei Maden, die werden einmal durchs Hinterteil. Da wo die kleinen schwarzen Punkte sind, aufgefädelt. Und wenn ihr irgendwie in einer Krise seid zum Beispiel, habt ihr natürlich keine Maden da. Ich habe jetzt Maden hier. Ich habe auch gerade noch einen Tunnel drin hier an der Schnur. Das kann auch passieren. Aber das kriegt man wieder hin. Dauert vielleicht immer etwas. So, dann ist das Ganze schon erledigt. Ja, müsst ihr noch die Tiefe einstellen. Da sage ich euch aber gleich mehr zu. Ich werfe jetzt erstmal die Route aus. So, und so sieht das dann aus, wenn die Hose im Wasser ist.
dass ich jetzt hier was fange, weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen. Weil das ist hier eine gute Stelle. Aber eigentlich müsste man hier auch eine längere Route haben, weil es hier noch nicht so am Anfang sofort tief genug ist. Normalerweise bei so windigem Wetter solltet ihr schlanke Posen nehmen und nicht so Bauch, so, ja, also schon so Posen so wie die jetzt. Aber es gibt so eine Grundregel, fließende Gewässer, eine bauchige Pose, stehende Gewässer, eine schlanke Pose. So, das könnt ihr euch mal so als Grundregel merken. Ja. Und Gewässersuche, es geht auch danach, was für Temperaturen, wo kommt der Wind her. Ich bin jetzt eigentlich zur windzugewandten Seite, das ist eigentlich genau richtig, weil da meist dann auch die Fische stehen. Bloß hier bei uns hier im See, das kann auch wieder mal ganz, ganz anders sein. Es kann sein, dass es jetzt gut läuft, es kann sein, dass es schlecht läuft, das kann man immer vorher nicht sagen. Aber ich habe gerade Fische gesehen schon unter Wasser. Das heißt, das Futter... Und so kann man dann halt auf einen schnellen Fisch fangen. Der ist zwar jetzt ziemlich klein, aber 10 Stück davon und der Magen ist auch voll. Ich zeige euch jetzt nicht, wie man die filetiert, weil ich sie nicht esse. Ich nehme sie nur mit als Köderfische, um damit einen Hecht zu fangen. Beziehungsweise, nee, ich habe ihn wieder freigelassen. Es war jetzt auch nur zum Zeigen, dann müssen wir mal gucken, was auf der Kamera drauf ist. Ich wollte euch das jetzt noch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt gerade eine Rotauge gefangen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Filmmaterial mit drauf ist. Sonst, ich habe noch Filmmaterial, wo ich mit einer anderen Rute rausgefangen habe. Aber es geht hier darum, man kann mit einer so einer Kopfrute und so einer Fertigangel was fangen. Das sind jetzt keine großen Fische. Es müssen auch keine großen Fische sein. 5-6 von den kleinen ausnehmen, aufs Feuer legen. Vorsicht, bei den kleinen sind viele Gräten drin. Bei den Rotaugen, Brassen und so weiter. Aber hier in Deutschland und Österreich kann man jeden Fisch essen, soweit ich weiß. Also ich, keine Innereien essen auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das Fleisch ist genießbar. Von den Köpfen und den Flossen könnt ihr auch noch eine Suppe kochen, eine Bouillabaisse, wenn ihr wisst, wie das geht. Ich weiß selber nicht. Dann könnt ihr einen Teig machen, könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr selber Brot gebacken habt. Innen drin dieser Teig, der ist, wenn man den zusammenknetet, den weißen, den kann man richtig festmachen, den kann man auch an Haken machen, da gehen die Fische auch sehr gerne drauf. Wenn ihr Vanillearoma habt, macht ein bisschen Vanillearoma mit dran, aber ihr müsst vorsichtig sein. Bei so einem kleinen bisschen, da so einen Tropfen drauf machen, ist schon viel zu viel. Das ist also minimal, also... ja, wenn ihr Paniermehl habt, nehmt Paniermehl, macht auch Paniermehlteig und macht dann in diesen großen Teig ein bisschen Paniermehl mit rein. Sonst kann ich euch ja nochmal, wenn ihr das möchtet, ein Video dazu machen, müsst ihr dann in den Kommentaren sagen. Das nächste Video, da zeige ich euch, wie man eine Grundangel selber baut, auch mit einer Kopfrute. Beziehungsweise dann nicht mit einer Kopfrute, sondern einfach mit einem Brettchen oder mit einem Stück Holz. Da braucht man auch nur ein bisschen Maurerschnur. Oder Paracord geht auch, aber Maurerschnur ist besser, weil billiger. Ein Brettchen, ein kleines, ein Blei, ein Wirbel und ein Haken, mehr nicht. Und dann Würmer ausgraben, Wunden dran machen und über Nacht, wenn ihr dann irgendwo angeln solltet, hinlegen. Dann könntet ihr einen Aal oder eine Brasse oder sowas fangen damit. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. Und das ist ganz wichtig. Ihr dürft das nicht jetzt machen, weil ihr braucht für alles einen Angelschein. Und das mit den Brettchen ist jetzt sogar verboten. Weil das ist Aalschnüre legen, das ist verboten. Das ist nur für die Krise. Wenn ihr das macht, ist auf eure eigene Verantwortung. Ihr kriegt Ärger wegen Fischbilderei.
Ganz wichtig. Wenn ihr einen Angelschein habt, mit der Grundangel angeln, so wie ich das mache, ich habe einen Angelschein, ich darf das. Wenn ihr mehr Videos jetzt davon sehen möchtet, mache ich euch mehr Videos fertig. Ihr müsst es nur in die Kommentare schreiben. Ich mache das dann sogar beim Winter. Ihr müsst es halt nur sagen. So, das sollte jetzt aber erstmal genug Palaver sein. Damit beende ich jetzt das Video. Fazit nochmal kurz dazu. Kopfrute mit Fertigangel. Man kann Fische fangen. Aber braucht ein bisschen Übung vielleicht. Vor allem mit dem Knoten. Wenn ich noch ein Foto habe, blende ich das übrigens noch dann mit ein, wie man den Knoten bindet. Ansonsten war es das jetzt für das Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt die Glocke. Vergesst nicht zu liken oder zu disliken, je nachdem wie ihr das mögt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, euer Holger.